Hallo und herzlich willkommen auf unserem Gemüsebalkon. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr Spinat auf dem Balkon erfolgreich anbauen könnt. Spinat ist in der Küche vielseitig einsetzbar, bekanntermaßen sehr beliebt bei Kindern. Ja, ist ein tolles Gemüse oder ein toller Salat für den Balkon, weil er einfach sehr, sehr schnell wächst. Nach der Aussaat, die wir heute machen werden, wird schon innerhalb der nächsten 8 Wochen, also nach etwa 2 Monaten, der Spinat erntereif sein. Dafür brauchen wir einen Blumenkasten zum Beispiel, den ich jetzt hier genommen habe, der etwas tiefer ist, weil Spinat Pfahlwurzeln bildet, die bis zu 30 cm lang werden können. Deswegen ist etwas mehr Tiefe erforderlich als Erde, ganz normale Erde mit bisschen Kompost gemischt. Und dann ist die richtige Zeit für den Anbau etwa im Frühjahr, weil Spinat bei zu großer Wärme, zu großer Hitze einfach sehr schnell zu schießen beginnt und dann auch schnell beginnt zu blühen. Das wollen wir an der Stelle nicht. Deswegen ist jetzt Anfang April ein guter Zeitpunkt dafür. Erde habe ich gesagt. Ich ziehe eine Furche und dann werde ich jetzt einfach die Spinatsamen hier in diesen Furchen verteilen. Ich zeige dann vielleicht auch nochmal die Samen. Das sind so kleine Knödelchen. Die könnte man wahrscheinlich auch einzeln einsetzen. Ich habe jetzt aber einfach sehr, sehr viele und ihr wisst, ich bin dann ein großer Fan davon, einfach zu viel einzusetzen und dann im Zweifelsfall zu pikieren. Pikieren wird erforderlich sein, hoffe ich zumindest, wenn hier alle Samen wachsen, weil wir einen Abstand von etwa 10 cm mindestens zwischen den Pflanzen haben sollten. Ihr wisst, auf dem Balkon meistens ein bisschen enger, weil wir ein bisschen Platz brauchen. Und dann decken wir das Ganze hier zu. 2 cm tiefe Rillen, weiß ich nicht, ob ich das schon gesagt hatte. Und dann wie gehabt angießen. Der Spinat ist einjährig, ja, ist gesund. Beste Zeit ist eben das Frühjahr, im Herbst eher nicht so, weil dann sich auch Bitterstoffe und auch ungesunde Stoffe leichter im Spinat einlagern. Das wollen wir an der Stelle gerne vermeiden. So, ich habe jetzt alles vorbereitet. In etwa 7 bis 14 Tagen werden wir dann auch schon die ersten Keimlinge sehen können. Und dann werden wir uns das Ganze mal anschauen und etwas pikieren auf die richtigen Abstände. Und dann geht's weiter. Mittlerweile sind 2 Wochen vergangen und der Spinat ist gut angewachsen. Wir sehen, ich habe jede Menge kleine Spinatkeimlinge. Es sind deutlich mehr, als ich brauche, auch deutlich mehr, als in den Topf hineinpassen. 10 cm Abstand wäre das Ziel. Ich hatte ja gesagt, ich sehe einfach zu viel aus, damit ich pikieren kann. Genau das ist dann jetzt auch angesagt. Und das möchte ich ganz gerne zeigen. Etwa 10 cm Abstand. Ich mache jetzt hier an den Seiten immer 5 cm, hier hinten auch. Das heißt, hier habe ich noch ein bisschen Platz und da würde ich jetzt etwa an dieser Stelle schauen, dass ich dort eine Spinatpflanze einsetzen kann. Dazu versuche ich jetzt einfach mal eine der Pflanzen rüber zu schieben. Das funktioniert. Wieder schön festsetzen. Jetzt habe ich hier den richtigen Abstand und dazwischen habe ich jetzt einige Keimlinge, die sind einfach überschüssig und viel zu eng gewachsen. Deswegen entferne ich sie. Das ist jetzt das entsprechende Vereinzeln dazu. Das Pikieren wäre dann das reine Umsetzen. Genau, jetzt habe ich hier den richtigen Abstand. Hier habe ich auch noch zu viele. Da entscheide ich mich mal für diese Pflanze. Das gehe ich jetzt hier einmal durchs ganze Beet durch. Hier hinten ist es noch ein bisschen eng, die wachsen aber auch nicht besonders gut. Die lasse ich jetzt einfach mal so, wie sie sind und dann schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Der Spinat braucht jetzt ja relativ viel Sonne, auch nicht zu viel, sonst fängt er sehr schnell an zu blühen. Deswegen irgendwie so 3-4 Stunden Vormittagssonne sind ganz gut, am Nachmittag ist auch Schatten in Ordnung. Düngen brauchen wir nicht, das würde dann nur dazu führen, dass viel Rad eingelagert wird. Daher darauf vermeiden, maximal vielleicht ein paar Hornspäne oder sowas dazuzugeben. Aber wenn da ein bisschen Kompost vielleicht in der Erde drin war, dann reicht das auch. Dann wachsen jetzt innerhalb der nächsten 6 Wochen etwa die Pflanzen zum Ernten heran. Und das schauen wir uns dann an, wenn es soweit ist. Seit dem Vereinzeln und etwas Pikieren des Spinats sind jetzt nochmal 1,5 Wochen vergangen und jetzt ist eigentlich nochmal eine ganz spannende Phase, die ich nochmal zeigen möchte. Und zwar hatten wir hier diese beiden langen Keimblätter, die jetzt nach und nach durch diese weiteren richtigen Spinatblätter ersetzt werden. Also hier sieht man schon, hier sind schon 2 große Blätter da, also ein größeres Blattpaar, das kommt jetzt überall heraus. Das wächst jetzt relativ schnell und wird dann jetzt in einigen Wochen dann auch schon zum großen Spinat führen. Das nur als Zwischenstand, wir schauen nochmal wieder drauf, wenn sich wieder nennenswert was tut. Seit der Aussaat sind nun 2 Monate vergangen und man kann sehen, der Spinat wächst kräftig. Er bekommt jetzt gar keinen Dünger, hat er auch vorher sowieso gar nicht bekommen. Ich habe gesagt, dann lagert sich Nitrat ein. Das wollen wir natürlich nicht, ist aber jetzt auch kurz vor der Erntezeit nochmal besonders wichtig. Während des Wachstums ist jetzt eigentlich nur noch Wässern angesagt und ein Standort, der so am Vormittag Sonne bekommt und den Rest des Tages sonst leicht schattig ist, ist eigentlich ideal.
Jetzt müssen wir nur noch warten und in wenigen Wochen werden dann auch die Spinatblätter erntereif sein. Das zeige ich dann nochmal, wenn es soweit ist. Wir schauen in 2 Wochen nochmal drauf, wenn dann der Spinat groß geworden ist. Es wird wieder Zeit für ein Update. Der Spinat ist jetzt kräftig gewachsen nach dem letzten Video nochmal. Insgesamt ist er jetzt 10 Wochen alt. Das heißt, wir sind genau in der Mitte der avisierten Anbauperiode von 8 bis 12 Wochen. Ich denke, der Spinat sieht jetzt super aus und ist jetzt auch erntereif. Wie man ihn ernten kann, was es da für Varianten gibt, zeige ich nochmal in einem anderen Video. Ich wollte euch jetzt erstmal erklären, wie der Anbau von Spinat aus Samen funktioniert. Ich habe euch gezeigt, wie man den Samen aussieht, wie man dann die jungen Keimlinge pflegt und vereinzelt, wie man dann den Spinat, wenn er wächst, weiter pflegt, was er für einen Standort braucht etc. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann lasst es gerne in den Kommentaren, dann versuche ich es zu beantworten, und wenn euch das Video insgesamt weitergeholfen hat und ihr etwas gelernt habt, dann lasst ein Like da, abonniert gerne den Kanal und kommt mal vorbei auf der Seite www.gemuese-balkon.de.